Political Correctness ist sehr komplex. Deswegen sind auch unsere zwei Hauptaufgaben als stehende Regierung: A, zu erklären, was hier angemerkt wird, was häufig nicht passiert, weil Menschen verstehen müssen, warum Political Correctness notwendig ist. Deswegen erklären wir den Mechanismus, wie es aktiv Menschen schadet, es nicht zu benutzen. Und wir geben euch viele Antworten auf die Fragen, die ihr aufwerft. Wir haben vier große Punkte. Erstens, Diskurs formt Gedanken. Zweitens, die Gedanken formen unser Handeln. Drittens, wir wollen einen gesellschaftlichen Wandel erreichen, dafür braucht es einen Habitus, Wiederholung, Repetition und Stolpersteine. Und Political Correctness ist ein intellektueller Stolperstein, der es uns ermöglicht, unser Verhalten zu ändern. Und viertens, selbst wenn die Gesellschaft sich nicht wandeln wird dadurch, es hilft den Minderheiten, es hilft den Menschen direkt jetzt und deren Wohl ist dann immer noch zu bevorzugen, selbst wenn es keinen gesellschaftlichen Wandel gibt. Ein bisschen Debatte vorneweg. Also erstens diese Idee, wir wollen, kann gar nicht mehr alles sagen, was wir wollen, dann hat Willi aber gar keine Antwort, was wir denn gar nicht so sagen können. Das ist ein bisschen schade. Dann haben wir die zweite Idee, dass alle mit dabei sein müssen und Elitismus richtig schlecht ist. Würden wir auch gerne mal erklärt bekommen, wenn doch eigentlich fast alle gesellschaftlichen Diskurse, fast alle progressiven Gedanken, fast aller gesellschaftlicher Wandel von gesellschaftlichen Eliten vorangebracht werden. Wenn nicht Sprache durch die Grammatik, durch die Struktur, durch die Fremdwörter, die wir verwenden, nicht immer leicht diskriminierende Elemente haben, warum nun Political Correctness und Gender dazu eine Ausnahme sein sollte, wo dieser Mechanismus nicht funktioniert. Wenn Shakespeare neue Wörter erfindet, die die durchschnittlichen Menschen in Großbritannien gar nicht kennen, aber später zum Gesamtteil der britischen Sprache werden, erweitert das unseren Schatz. Eliten treiben unsere Gesellschaft in diesem Bereich voran und häufig sind sie auch moralisch fortschrittlicher. Und es ist doch ganz normal, wenn es erstmal auf politischer Ebene stattfindet, wenn es präsentiert wird, wenn es in Diskursen der Fall ist, dass es dann runtertrickelt, weil die Medien konsumiert werden, weil Leute sich diese Diskussionen anhören und es nach und nach imitiert wird, weil wir eben Teil des Herrschaftsdiskurses sein wollen, des führenden Diskurses, der Generalmeinung, weil es die Mehrheit der Menschen anspricht, Teil dieser Gesamtmeinung zu sein. Dann wollen wir doch eine Gesamtmeinung, die der Mehrheit der Menschen hilft, nicht eine Gesamtmeinung, die der Mehrheit der Menschen schadet. Dann diese ganze Idee, dass wir von oben herab immer rangehen. Vielleicht habt ihr schlechte Erfahrungen mit Feministinnen gemacht, ich nicht. Es gibt durchaus die Möglichkeiten, dass diese Menschen es auch erklären. Im Gegenteil gibt es den Fall, dass häufig Flyer verteilt werden, dem erklärt werden. Das ist unser Problem, weil diese gesellschaftlichen Mechanismen funktionieren. Hier sind alternative Wörter, die ihr benutzen könntet. Und ja, ich bin bereit zu sagen, wenn all das euch nicht ausreicht und ihr euch dann hinstellt und sagt, mein individuelles Wohl, mein leichter Diskomfort, mir nicht ganz intuitiv ausdrücken zu können, ist mir wichtiger als diese rational begründeten Gründe, warum mir etwas schadet, dann ist das vielleicht ein Stück weit feindlich, dann solltet ihr dafür gesellschaftlich sanktioniert werden und dazu gepusht werden, bestimmte Sachen zu machen, die der Gesellschaft helfen. Das heißt nämlich nicht, dass jeder automatisch, der nicht auf die erste Welle aufspringt, ein Sexist ist, dass jeder, der einmal Student sagt, gebrandmarkt wird, aber wenn nach Erklären, nach Verständnis, wenn jemand wie der besseren Wissen sich so verhält, dann wird er eben sanktioniert. Warum polemischer Diskurs so toll ist, haben wir nicht gehört. Wir verstehen polemischen Diskurs als etwas, das Menschen wütend macht, aggressiv macht, wo sie die Gedanken ausschalten und eben aufhören, miteinander zu diskutieren auf rationaler Ebene. Auch das finden wir nicht gut. Dann wollen wir ein Meinungsbarometer in der Sprache. Warum denn nicht soziologische Institute? Die machen das mit dem netten Vorteil, dass wir eben keinen Menschen aktiv dabei wehtun und gesellschaftlich ausgrenzen. Wenn ihr wissen wollt, was in den Köpfen der Menschen vorgeht, habt ihr so viele Möglichkeiten, ohne sie dabei diskriminieren zu müssen. Wir glauben, das ist alles für besser. Und diese Idee des Werterelativismus, was ist denn ein größerer Wert, als zu sagen, benutze diese Wörter nicht, ihr tut Menschen damit weh. Das setzt doch Wertegrenzen. Und das ist genau das, was wir wollen, nämlich aktive Werte, die den Menschen vorantreiben, ihnen helfen. Das war jetzt ziemlich viel. Jetzt machen wir erstmal einen Rahmen, wonach wir das bewerten wollen. Der grundlogische Rahmen Schaden nutzen heißt doch, hilft es den Menschen, sich frei zu entfalten, macht es die Gesellschaft insgesamt zufriedener und glücklicher. Wenn wir das beweisen können, gewinnen wir auch diese Debatte und das machen wir relativ einfach. Erstens, der Diskurs fördert die Gedanken. Genau wie die Farben eines Künstlers dich beeinflussen, was du malen kannst, machen die Worte einen Einfluss darauf, welche Sätze du formen kannst, welche Gedanken du ausdrücken kannst. Das bedeutet nämlich eben auch, Ach nicht? Die Wörter, die ich erschaffe, sind immer diskursgeprägt, immer gesellschaftlich geprägt. Und die Wörter, die ich dir zur Hand gebe und sage, bestimmte Wörter solltest du nicht benutzen, helfen dich auf eine Art und Weise, vielleicht den gleichen Gedanken auszudrücken, ohne dass es dem anderen wehtut. Du hast immer noch eine gedankliche Vielfalt, du hast immer noch ein Potenzial, das eben ohne den Schmerz beim anderen. Und wir glauben, das ist positiv. Diese Gedanken später forcieren das Handeln der Leute. Es gibt Studien, die sagen, wenn Frauen vor einem Mathe-Test daran erinnert werden, dass Frauen besonders schlecht in Mathe sind, sei es durch einen sexistischen Witz, was auch immer, schneiden sie im Test schlechter ab. Wenn Ingenieurinnen und Ingenieure auf ein Blatt geschrieben werden, bewerben sich mehr Frauen auf diese Position, als wenn nur Ingenieure dastehen. Die Sprache beeinflusst unser Verhalten deutlich mehr, als wir uns bewusst sind. Deswegen brauchen wir Erinnerungen. Was könnte denn eine bessere Erinnerung daran sein, als tagtäglich konfrontiert zu werden? Ihr sagt ja sogar selbst in der öffentlichen
Seite. Wir müssen tägliche Erinnerungen brauchen. Wir sagen, die tägliche Erinnerung des Sexismus ist eine deutlich schlechtere als die tägliche Erinnerung der Political Correctness, die tägliche Erinnerung des ZuhörerInnen, des Stolpersteines, selbst während des Wortes, in dem ich mich ausdrücke und weiß, Moment, hier ist eine Gruppe, die sonst vernachlässigt werde, die wir hier drin haben wollen. Und dann drittens ist es ja auch ein bewusst genutztes Machtinstrument von vielen Leuten. Wenn wir in einer Gruppe sind von Altern mit einer Frau und dann eben gesagt wird, ach junges Fräulein, regen Sie sich mal nicht auf, dann ist das eben eine Political Correctness, die sagt, genau das wollen wir nicht haben, weil das entweder ein implizites oder ein bewusst eingesetztes Machtinstrument ist. Ganz genau im bourdieuschen Sinne, wo man sagt, bestimmter Status, bestimmte Namen beeinflussen den Reflex, die Hierarchien, genauso wie das Name-Dropping von Bourdieu eben meine Hierarchie hier beeinflusst. Darfst du bitte einmal Menschen nicht mehr sagen dürfen, was sie denken, zum Beispiel über Feminismus oder Gendern, vergessen wir dann nicht auch, Feminismus und Gendern zu erklären innerhalb der Gesellschaft? Nee, eben nicht. Es ist ja nicht so, dass wir eine Meinungspolizei haben, wo du es nie wieder sagst. Du sagst es ja und dann wird es ja erklärt. Das ist ja der Witz an Political Correctness, dass Leute darauf hingewiesen werden, wenn sie die Grenzen davon überschreiten. Das bedeutet ja nicht, dass niemand niemals mehr was sagt. In dem Moment, wo niemand niemals mehr was sagt, haben wir unser Ziel ja erreicht. Dann gibt es ja schon weniger aktive sprachliche Diskrimination. Dann leiden die Menschen eben deutlich weniger. Und das ist genau das, was wir wollen. Jetzt sagst du, das ist subtiler. Schön. Das ist nämlich unser letzter Punkt. Also, selbst wenn es keinen gesellschaftlichen Wandel gibt, ihr habt das alles nicht geglaubt, was ich gerade erzählt habe, was ich komisch fände, dann haben wir immer noch einen bestimmten Wandel. Nämlich bestimmte Minderheiten, die jetzt A, weniger hören müssen, und zwar deutlich weniger, dass sie minderwertig sind, negative Witze über ihre Eigenschaften. Das macht sie offensichtlich glücklicher und verhindert gewissen Schmerzen. Viel wichtiger schafft es ihnen ein angstfreies Klima, sich auszudrücken, ihre Meinungen wiederzuspiegeln in der Gesellschaft. Das bedeutet, dass eine Frau in der Männerrunde vielleicht auch mal den kritischen Vorschlag macht. Wenn wir diese Abwägung machen zwischen, manche Altherren können jetzt bestimmte Witzchen nicht mehr machen und müssen einmal mehr drüber nachdenken, versus Individuen, die normalerweise unterdrückt und eingeschränkt werden, haben jetzt die Möglichkeit und das Gefühl, willkommen zu sein und sich offener auszudrücken, ist das auch ein gesellschaftlicher Vorteil für uns, der uns weiterbringt. Und dann ist das letzte Abwägen, eine große Einschränkung für eine Minderheit durch die Sprache versus eine kleine Einschränkung für eine Gruppe, die schon bevorteilt ist, die schon viele gesellschaftliche Statussymbole hat. Warum ist das so schlimm? Warum können wir nicht die Minderheit unterstützen, die unsere Hilfe deutlich mehr braucht? Vielen Dank.